Herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf der Karte in auf dem Marsch. Lassen wir Abfahrer mit Stroh losfahren. Und dann schaue ich mal, was noch so ansteht. Weil ich bin schon eine Weile raus. Dann klicken wir kurz durch. Die haben eigentlich genug Futter gekriegt. Das war der LKW für Heuwaldhofer noch. Unsere Mähgeräte. Ein Auto. Forst machen wir nicht. Ah, unser Glas. Wir fahren unseren Spalter zurück. Und steht dann näher noch im Weg hier. Und dann schauen wir mal, was zu tun ist. Aktuell ist noch nichts reif, also kein Hopfen, keine Kartoffel, kein Gras. Gras ist schon reif, aber erst in der ersten Stufe und da warten wir ein bisschen ab. Auf das Grasfeld wurde gedüngt. Ist aber für Aussaat, für Weizen und dergleichen noch zu früh. Da wir Sommer haben. Also abwarten. Der Beziehung. Geht's los nachher, naja, vorbereiten für Hopfenernte. Das schon mal ganz grob beginnen. Und schau mal. Ansonsten schauen wir nach Mischwasser, ob wir was verkaufen können. Brauchen ein bisschen Geld. Brauchen wir immer. Ja, ist auch waschbedürftig, ne? Was gleich, wo es herkommt, also nur Stopp auf den Feldern. Ach, Mais haben wir auch noch, ne? Und Mais ist aktuell, naja. Ja, könnte man anfangen. Dann muss man noch einige Geräte kaufen, mal sehen. Also für Mais könnte man vorbereiten. Gekalkt hatten wir. Muss aber nicht gepflügt werden, ne? Also und da habe ich überlegt, wahrscheinlich Mais einzusehen. Ja, müsste man normalerweise gruppern, aber wir haben unsere Spezialmaschine, die braucht da brauchst nicht. Sparen wir einen ein. Wir werden den mal waschen. Ansonsten. Ja, wird sich Arbeit finden. Wir müssen, glaube ich, ein Maisgebiss kaufen für einen Drescher, damit wir Hopfen ernten können. Tanken muss er nicht. Nö, nö. Den Kurs gleich löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Der hat vorne ein Gericht. Dann könnten wir hinten das so gestalten, dass wir vorne verteilen und hinten ein Gewicht dran hängen. Mal sehen. Mal schauen. Kann man leicht konfigurieren. Schön. Geht's um Silo verdichten. Und da ist ganz gut Breitreifen. Aber keine Panik, wir bereiten immer nur vor. So, jetzt hängen wir wieder an. Ach, waschen wollen wir noch. Waschen. Kann er dann vielleicht noch reparieren müssen, aber mal sehen. Ob der Ton passt, ich habe da ein bisschen Bedenken jetzt, weil das schien mir ziemlich leise zu sein, aber hoffen wir mal am besten, ne? Ich habe mal den Verdacht, dass OBS sich ganz gerne mal umstellt in der Beziehung. Mit Misstrauen oder so, ne? Muss man im Auge behalten, ne? So, sauber. Dann fahren wir ein bisschen vor. Mal sehen, ich glaube, der Spalter könnte man, glaube ich, repariert werden.
Oh. Starten wir. Ein schönes Gewicht haben. Vorne oder hinten. Vorne zu verteilen. Der geht das schon. So. Ja, gut, kann man reparieren. Ist zwar nicht teuer, aber seht ihr mal so ein bisschen eng, aber. War nicht so kaputt. So. Kann man das Teil in die Halle oder so oder Garage mal sehen? Den Schwader brauchen wir heute nicht mehr. Wir haben jetzt einen neuen Stall, Stelle 2, wo unsere Jungschweine drin sind. Ferkel und etwas ältere. Aber mal sehen. Jetzt haben wir späten Sommer. Denkt man, im Frühjahr gehen die beiden Ställe entsprechend leer. Bevor die Meldung kommt, als trächtig. Ja gut, das kann uns auch nicht ändern, aber. So, fahren wir zum Händler. Verkehrsteil, hinten abhängen. So, nehmen wir Lenkrad. Ne? Ja, die Grasfelder, naja, das kommt ja auch einmal nachher, ne? Also ist meistens so, ne? Wenn nachher Hopfenfeld reif ist und das Mais soweit losgehen kann, dann ist es nachher mit dem, ja. Dann ist es soweit. So, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt kaufen können. Und zwar brauchen wir einmal war das Teil in der Forsttechnik. Gerät natürlich, Geräte. Was hier? Das Teil, das kaufen wir gleich. Dann nehmen wir schön in diese Farbe hier. Kaufen. Dann kaufen wir die Verteiler. Müsste hier sein. Müsste. Wie schön, ne? Kaum mal so. Davon brauchen wir 3 Stück. Kostet nicht alle Welt. Zurück, zurück und zurück. Da liegt das gute Stück. Das werden wir vorne anbauen. Und das Gewicht, wie schwer ist das, was wir haben gerade? Nur 1600, obwohl das reicht normalerweise. Wenn es nicht reichen sollte, können wir immer noch zur Not was Spielendes kaufen, ne? Das hängen wir mir hinten an. Weil ich verteile gerne vorne, weil vorne ist ein bisschen besser zu sehen, ne? Denn im reellen Leben wäre es ja auch so, dass wir im Prinzip nicht immer nach hinten gucken wollten. Ne? Also gut, machen wir es vorne. Hängen wir mal das gute Stück an. Dementsprechend braucht jetzt mal keine Geräte leasen dafür. Mal schauen, welche Hänger am besten dafür geeignet sind.
Nehmen wir gleich runter. Erst da nochmal dran. Und den nächsten auch gleich. So, dann stellen wir es mal um auf das Gerät vorne und heben es hoch. Jetzt fahren wir zum BGH und oh, hier liegt noch Stroh. Aber Regen war zum Glück keiner, sonst wäre schon weg gewesen. So, jetzt BGH. Auf geht's. Wahnsinn, Gewicht hat schon Schaden genommen. Das ist interessant zu sehen. Also, ich hab nichts gemacht. Gewicht hat schon nur Schaden. Schon den Boden berührt, die Farbe gekratzt oder so. Na, die Farbe ist eh eine andere Sache, aber. Naja, gut. So, da sind wir schon. Da sind unsere Silos. Und Restillage. Die werden wir gleich mal ins BGH schieben. Ja, die beiden müssen voll. Oder zumindest mal einer. Da geht sogar Licht. Das finde ich super. Gut gemacht. Brauche ich kein Licht bauen. Also, ach, wir hätten doch von da fahren müssen. Sind da von dem Ende. Schieben wir rein. Siehste. Das wäre die erste Vorbereitung für BGH. Also ein bisschen Speicher ist nicht furchtbar. Also, na gut, aber das war notwendig, okay. So, gehen wir auf die Karte. Das heißt, wir gehen mal zum Hof. Schauen wir mal an, was wir hier alles Schönes haben. Mischfutter haben wir jetzt. Die Silage ist im Prinzip fast alle. Wir werden also den LKW holen, von mit Heu, den Rest. Und dann werden wir hier wieder Stroh reinfahren. Denn Stroh geht bestimmt hier wieder rein. Naja, ist, naja, nicht viel. Da haben wir hier unser Loch hier, LKW. Die Silage wird nicht so weit sein. Jetzt ziehen wir sie Gras. Ich glaube, es muss noch gedüngt werden. Oder wir haben schon gedüngt und müssen es erkennen. Aber ich glaube, wir hatten schon gedüngt gehabt. Ja, macht nichts. Wir müssen mal sehen. Wir haben eh noch Fahrzeuge zu hängen irgendwo. Die fahren wir jetzt zurück. Brückenbau, ja, später. Aber aktuell wollen wir mal Geld verdienen. So. Der sammelt fleißig ein, habe ich jedenfalls.
natürlich wohl schon mal gemacht wurde. Mal gucken, wo er aufgehört hat. Das ist ja nur Quatsch, ne? Schau mal, wo er war. Der mittendrin. Und die Bahn nehmen, wo er aufgehört hat, ne? Das ist die erste. Ja, genau, da. Wäre ja nur Blödsinn, wenn wir hier auch eine Runde fahren. Ja, die Zeit geht so schnell. So. Abfahrer einstellen. So. Das läuft. Das ist unser Kalkstreuer. Da ist unser Düngerstreuer vom Missionsfeld. So, wir fahren mal zurück. So, hinten mal einklappen. Mit X. So, mal gucken, ob wir am besten fahren. Wir müssen zur Straße rüber. Da fehlt eine Fläche. Bestimmt Dürre stehen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich von hier mal Tschüss und ciao, ciao. Ja, man hört und sieht sich dann vielleicht in der nächsten Folge. Ja, es geht dann nachher gleich weiter. Tschüss.